Ui, da ist die Musik schon aus. Egal, ein paar Sekunden haben wir noch. Die skippen wir jetzt einfach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend zusammen. Ja, Danny, danke für deinen Host. War Und ein dann schöner muss da Spiel. Und die Soße muss da auch Soße rein. rein. Nein, daneben nicht. Und Chris, dir auch danke für den Host. Und ich begrüße euch erstmal. Hallo, Ein Danny. Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Aber der Hafen ist uns schnurzegal. Ihr macht das gerne bei der Abendmoderation, ne? Passierschein Ich merke das schon. A38. Den Passierschein A38. Was soll das Gebrülle? So, nochmal. Hallo Danny. Hallo Maimer. Hallo Chris. Und hallo Bomber. So, wer ist noch da? Und der Patrick ist noch da. Ich hasse sowas, ja. Da will man gerade anfangen zu sprechen, ne? Und dann kommt das ganze Gelabere. Ja gut, wenn man Sounds reinmacht, muss man aber auch damit rechnen. Ich habe sehr freiwillig drin. Also muss ich damit auch leben. So Leute, heute geht's weiter mit The Beast Inside. Und ich denke mal, so ungefähr 2 Streams könnten wir noch brauchen. Dann sind wir damit auch durch. Wir haben ja letztes Mal aufgehört, als wir das Rätsel im Haus gelöst haben und dann in den Keller gegangen sind und eine Leiche entdeckt haben. Da habe ich dann einen Cliffhanger gemacht. Da machen wir jetzt weiter. Ich stelle mal kurz die Lautstärke wieder ein bisschen runter. So, auf minus 12 lassen wir die mal. Gucken, ob ich noch was geschrieben habe. Sinngrund. Oh, sorry, fange ich immer so zeitig an, wenn noch niemand da ist. Markus, danke auch dir für den Host. Du kannst dich in Ruhe begrüßen. So, herzlich willkommen hier in Divinity Stream. Oh ja, der wird Hammer. Geil, ist doch klar. Alle sind... Sie von Danny mit dabei. Selbst der Chris und der Patrick ohne Geschrei. Divini, du rockst heute das Game. Dann bist du Fame. Divini, du schaffst das heute, ganz klar. Geh nicht baden. Ja, alles klar. Ich hoffe sehr, das Gedicht gefällt Chris besser als gestern mehr. Ansonsten an alle Moin Moin hier. Auch ohne Bier. Ah, danke für dein Gedicht, Markus. Und hallo, Lightcrawler. Und hallo, Snowgoku. Und hallo, Bella. Ja, jetzt kommen sie doch noch alle ran hier. Sehr schön. Wir fangen direkt an. Der, ne? Ja, der ist richtig. So. The Beast Inside. Ich habe schon gesagt, wenn das alles klappt, wie ich mir das vorstelle, fange ich Samstag ein bisschen eher an. Weil um 20 Uhr streamt der Danny und ich denke, oh, ist ein bisschen laut, dass, also laut YouTube schaffen wir wahrscheinlich so Asterix in 1,5 Stunden durch. Und dann fange ich nämlich einfach noch eine Stunde eher an. Dann bin ich noch ganz in Glory, ich habe ja Freitag schon ganz in Glory gestreamt, aber ich will ja noch ein paar Zeiten schlagen, dass wir dann noch eine Stunde für ganz in Glory haben. Dass ich dann statt 18:30 um 17:30 stream. Ich nehme es mir vor. Ich kann auch noch nicht versprechen, ob ich es schaffe um die Uhrzeit, aber ich hoffe, es klappt. Was ist das überhaupt für ein Spinner im Hostgift? Was? Du kennst nicht die in Winchester? Guck mal, Supernatural. Der ist der Beste. Der Beste überhaupt. Ich habe gerade ein Achievement für Twitch bekommen. 1000 Stunden Stream. Boah, krass. The Beast Insider. Insider ist gerade wieder pumpen. Der heißt Jensen Ackles in echt. In der Serie Dean Winchester. Und das ist auch Supernatural. So eine spukige Serie. Sind halt Jäger. Ist so Buffy in neumodisch. Sagt mir gar nichts. Sam ist viel besser als den. Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehangen. Ach nee, doch nicht. Kapitel 7 sind wir gerade. Ernsthaft? Findest du Sam besser? Nee. Komisch, ich dich auch nicht. Was hat Markus geschrieben? Doch. Hab dich noch gar nicht gesehen, hat er geschrieben. Ach so, ich dich auch nicht. Nightcrawler und Markus, ihr wart aber beide gerade beim Danny drin. Alle Weiber, die man fragt, stehen alle auf den. Der ist aber auch der Beste. Buffy war geil. Fandest du nicht auch? Ja klar, Buffy. Ich bin ein total großer Buffy-Fan. Auf jeden Fall.
Ich fand Muffy mega, mega, auf jeden Fall. Das habe ich ein paar Mal oft auf jeden Fall gesagt, ne? So, und Dean ist so der männliche Buffy. Also, da sehen selbst ich und Danny besser aus als dieser Lackaffe. Sag mal nichts gegen Dean Winchester hier. Mensch. Jedem seinen Geschmack, ne? Ist doch nur Spaß von mir, Markus. Ach so, alles klar. Wieso lädt denn hier heute nichts? Ich will anfangen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Wieso knarzt hier alles? Als ob ich... So. Wir sind hier. Ich glaube hier... Point Basie! Danke für den Host! Dean Winchester! Bester Mann! Danke, Coin! So, ich weiß, der hat das nicht gespeichert, aber wir wissen ja schon, was hier im Keller abgeht. Oh, ich krieg's wieder nicht geöffnet. Hm? Nein! Okay, nach oben. Es wird düster! Plotboss! Nimmst du ja die ganze Spannung hier. Guck noch mal, ob wir hier was finden, was so nützlich ist. Wie das hier zum Beispiel. Konnte ich nicht immer alles annehmen und anklicken? Ich bekomme jetzt ein Zaubertröpfchen. Ich bekomme jetzt ein Zaubertröpfchen. Lalalere, lalalere. Das ist doch eine Flashbang. Nein, doch nicht. Boah, ich habe heute die letzte Mission in CSGO gemacht von der Operation. Heute Nachmittag. Die war ganz schön ätzend. So viel Blut. Was ist hier passiert? Lautstärke okay bei euch oder könnte noch ein bisschen lauter sein, das Spiel? Schock. Schock. Abgeschlachtet, wie ein Tier. Das ist Wahnsinn. Ich begreife es nicht. Wer nur könnte dazu in der Lage sein? Und warum? Why? Ich bekomme jetzt einen Zaubertrank. Danny und Chris bis in Beileid bis zum nächsten Stream. Ja, ja. Mach das mal. Twilight kannst du natürlich nicht mit Buffy vergleichen, ne? Ja, das haben wir ja hier schon gemacht, letzte Mal, ne? Das haben wir uns ja auch schon angeguckt. Ich habe es endlich bis zur Mine geschafft, aber etwas ist mir gefolgt. Nee. Da wäre das Kapitel abgeschlossen gewesen. Ich habe es nicht angeklickt. Ah, ich habe es endlich zur Mine geschafft. Doch jemand, etwas ist mir gefolgt. Ich bin mir sicher, dass es kein Mensch war. Es ist mir gelungen, es abzuschütteln. Zumindest glaube ich das. Ich sollte aufhören, darüber nachzudenken. Man hat mir gesagt, dass ich keine Zeit daran verschwenden darf. Doch, ist richtig. Trugbilder nachzustellen. Vater, der Detektiv. Die Mine. Hoffentlich werde ich hier fündig. So, jetzt spielen wir wieder mit Niklas oder Adam. Ich verwechsel die beiden Charaktere wieder. Auf jeden Fall. Tagebuch wurde aktualisiert. Bahne dir einen Weg durch die Mine. Im Schatten der Finsternis. Kann auch mal hier stehen. Ich habe es zur Mine geschafft. Wir spielen auf jeden Fall wieder den in der Vergangenheit. Heißt der jetzt Adam oder Niklas? Ich kann mir das einfach nicht merken. Mit Taylor Lautner hast du Ähnlichkeit? Ja, Chris. Auf jeden Fall. Ihr habt die gleichen Muskelberge. Das ist eine Map. Wo sind wir? Da unten, wo das I ist? Ach, das ist eine 1. Ich mag Käsebällchen, du magst Käsebällchen. Isst du niemals die Käsebällchen, bist du lang. So, 1 ist hier. Dann müssen wir so. So. Dann ist hier 2. Dann müssen wir wieder hier hoch. Dann ist hier 3. So, dann hier 4. Hier 5. Und hier 6. Ne?
Das ist jetzt mal, das ist das Beste, oder? Guck, vergleichen wir das mal. Das könnt ihr gar nicht sehen, ne? Hier. Das ist meine Zeichnung. So müssen wir gleich laufen. Ich hoffe, das ist gut aufgemalt. Aber egal. Ich wollte es mal nicht abfotografieren. Das werde ich gleich bereuen. Achso, ja, wo sind wir denn? Warte mal, wo bin ich denn? Achso, Level 1. Das hat auch noch verschiedene, verschiedene Etagen. Tja. Ich müsste jetzt wissen, wo ich bin. Ich denke mal, der Dicke. Unten links, wo war da vielleicht? Ich weiß nicht. Ich weiß doch nicht, wo ich bin. Eins. Okay, wir sind schon bei der Eins. Was haben wir da? Notizen eines Vermissten. Die Mine meines Vaters hat sich für viele als Grab erwiesen. Das ist einfach schrecklich. Wenn ich nicht wie all die anderen enden möchte, sollte ich mich an den Hinweisen in Gilmans Notizen halten und den grünen Lichtern folgen. Andersfalls finde ich nie wieder heraus. Okay, wir sollten den grünen Lichtern folgen. Zweite Notiz. Römische Ziffern. Was sie wohl bedeuten? Ach scheiße, ich habe das andere gar nicht gelesen, ne? Bei der Explosion verloren drei Bergleute ihr Leben, aber auch, was wie seltsamer Zufall erscheint, Hyde's Partner George Whitehead, der die Hälfte der Anteile an der Mine und dem Gasthaus besaß. Einer der Gäste des Gasthofes, der ein wichtiger Zeuge hätte sein können, verschwand einige Tage nach dem Unfall. Er war nicht der einzige in der Gegend, der unter ungenannten Umständen verschwand. Das alles ist sehr merkwürdig und die Ermittler scheinen nicht sehr begierig darauf zu sein, das Geheimnis zu ergründen. Ich helfe Ihnen gerne, aber natürlich nicht kostenlos. Geh ins untere Stockwerk. Das kann wieder dauern. Fällt mir direkt der Zettel weg. Krieg ich das nicht auf. Einmal. Komm. Komm schon. Oh, das ist echt, das ist das Einzige, was ich mies gemacht finde hier. Ich gehe das Mauspad 100 mal ab hier. Und es geht einfach nicht auf. Grüne Lichter folgen. Und yo, Käse. Hallo Käse, schön, dass du reinschaust. So. Sie sind hier. Ich gehe jetzt einfach mal die römischen Ziffern ab. Obwohl da stand, ich soll den grünen Lichtern folgen. Streichhölzer. Ja, nimm die doch mit. Wieso hat er die denn jetzt angemacht? Wieso nimmt er die denn nicht mehr mit? Guck, das nimmt er mit. Bin ich vielleicht voll? Edelsteine. Grüne Lichter. Ich weiß, hier soll ich nicht hin, aber ich bin zu neugierig. Ich muss gucken, ob hier noch was ist. Ah, da ist auch noch was. Lady Marmalade! Auch ein cooles Spiel. Ja, keine Ahnung. Ich kann nur benutzen. Käse! Und Käse haben die Römer auch keine Ahnung. Achso. Fragment von Mirias Brief. Heizgeheimnis, was könnte diese Frau damit meinen? Zeit lesen. Verehrter Herr, ich habe Ihre Anzeige bezüglich Ihrer Suche nach John Norton gelesen. Ich bin vielleicht eine einfache Bauersfrau, aber ich schwöre bei Gott, ich weiß, wer für sein Verschwinden als auch für das Verbrechen in der Mine verantwortlich ist, bei dem mein Mann ums Leben kam. Mein Mann, warte mal, Mirias. Ich drehe mich im Kreis. Hey, warte doch erstmal ab.
Warte doch erstmal ab. Also das ist von Miriams, also ihr Mann. Wer ist denn ihr Mann? Ich habe das bereits dem Sheriff erzählt, aber er hat mich nur ausgelacht und meinte, durch meine Trauer würde ich die Dinge mir einbilden. Ich bin bereit, Ihnen alles zu erzählen, jedoch nur unter vier Augen und in meinem Hause, da ich hier nur wirklich sicher fühle. Wenn Sie hören, welches Geheimnis der Familie Hyde verbirgt, ist Hyde, ist jetzt der Mann? Wird sich für sie alles ändern. Die Familie war gut darin, das Geheimnis zu hüten. Aber ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, was nachts hervorkroch aus diesem... Punkt, Punkt, Punkt. Werfen! Kurz gucken, ob hier unten noch was ist. Wir gehen mal zu 2. Hier ist die 2. I won't ever get out like this. Komm ich nicht raus, ich muss Hinweise finden. Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Hä? Okay. Ich muss Hinweise finden. Mit Käse wirft man doch nicht, nein. Ja, Danny hat noch geraffelt. Und du warst nicht da, Patrick. Haben wir uns alle gewundert. Also der sammelt die auch nicht auf. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe gerade auch nicht mehr, ob das ein Problem ist, dass Danny geraffelt hat. Ja, warte mal, wieso ist denn jetzt hier? Das ist nicht richtig. Ich sollte den grünen Lichtern folgen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Alles hat sich geändert. Kamen wir her. Zwei. Sollen wir mal in die 3 jetzt? Wir gehen jetzt mal in die 3. Ja, gehen wir jetzt mal in die 4. Dann gehen wir jetzt mal in die 5. I'm running in circles, damn it. I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. 5. Und danach gehen wir mal in die 6. Wenn das nicht klappt, dann... Weiß ich auch nicht genau. Hier müsste jetzt die 6 sein. Wieso ist da nicht die 6? Ach, ich bin schon wieder ganz woanders. Ich bin jetzt an der 2. Ja, gehen wir mal einmal rum. Zu 6. Die müsste hier sein, ne? Ne, hier. So, wenn das nicht geht, habe ich gerade keine Ahnung. Grünes Licht!
Wenn er recht hat, bin ich auf dem richtigen Weg. Okay, dann folgen wir mal dem grünen Licht. Ja, keine Ahnung, und jetzt? Also das erste war die 5. Schreiben wir das mal auf. Aber falls ich wieder zurückgesetzt werde. Da ist auch grünes Licht. Ah, Streichhölzer bringt ja nichts. I won't ever get out like this. I must find some clues. Wieso, hier ist doch. People worked here and I don't think they got lost all the time. Heißt das jetzt, ich muss geradeaus oder ich muss hier lang? Ich würde sagen geradeaus, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Gar nicht. Okay, jetzt wurde ich wieder zurückgesetzt. Das heißt, das ist nicht richtig. Also nochmal in die 5 ist nicht richtig. Wir schreien mal nicht so viel hier. Hier ist richtig. Hier ist auch richtig. Ja. Und nun? Weiter geradeaus. Das ist auch richtig. Grünes Licht. Wisst ihr, was ich glaube? Hier wird überall an der Seite grünes Licht sein. Weil die 5 das Richtige war. Und jetzt muss ich die zweite Nummer finden. Ich muss mal ganz kurz ein paar Notizen gucken oder so. So, Notizen. Ah, da steht doch was. Bei der Explosion verloren 3 Bergleute ihr Leben. Habe ich das gerade schon gelesen? Was ein seltsamer Zufall erscheint. Als Partner Joshua, ja. Aber da steht nicht die 5 zuerst. Da steht, das ist eine 6, ne? 6, 1, 3. Standen hier auch Sachen drauf? Ne, ne? Kann ich das drehen? Rotieren? Ne. Kann ich das rotieren? Da steht auch nichts drauf. Notiz eines Vermissten. Ja, jammer nicht. So, dann probieren wir jetzt mal aus. Ne, das nicht. Die andere römische Ziffer. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ich laufe einfach so lange im Kreis, bis ich die finde. Hier. Was ist das, was auf meinem Zettel steht? Grünes Licht. Und dann 1 und dann 3. Wo ist denn die 1? Hier, 1. Und dann probieren wir mal die 3. There. The light is green again. A little bit of effort. Okay, schreib ich mal auf. 5 und 1. Da hat er auf jeden Fall beide Male was gesagt. Ich glaube, das war jetzt Zufall. Wir gehen jetzt einfach mal in die 3, ne? In die 3. Hier kann mir auch wahrscheinlich gerade keiner beim Rätsel helfen, ne? So komme ich hier niemals raus. Ja, Mann, ich suche doch gerade die 3. 1. Hier müsste die 2 sein und dann die 3.
3. Was heißt das? Ich kurbele und kurbele. Das wird jetzt wieder was mit meinem Mauspad. Ich hoffe, das war richtig. Und hallo Nessie. Oh nein. Ich habe die Nessie zwar noch nicht gesehen, aber ich sag jetzt mal hallo Nessie. Da ist die Nessie. Hallo Nessie. Ja. Achte darauf, dass der Geist dich nicht sieht oder hört. Du machst weniger Lärm, wenn du kriechst. Wenn dich der Geist sehen sollte, lauf weg und finde ein Versteck. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt lang muss. Der knurrt mich an. Ja, ich habe überhaupt keinen Hinweis mehr, wo ich jetzt hin muss. Was hat er jetzt gerade gesagt? Warte mal, ich schreibe das mal kurz auf, dass ich danach in die 3 gegangen bin, weil falls ich sterbe, der hat nicht gespeichert. Und Roman, auch dir danke für deinen Host. Schön, dass du reinschaust. Ich weiß nicht, ob ich rennen soll oder ob ich schleichen soll. Und ich weiß auch absolut nicht, wo ich jetzt lang soll. Warte mal, Fragezeichen. Also müssen wir rechts. Also einmal rum ums Eck und dann links. Einmal rum ums Eck und dann links. Aber wie schleiche ich denn so? Na gut, wenn er gerade nicht hier ist, schleiche ich da erstmal nicht, ne? So, einmal rum ums Eck. Und dann links. Wow! Wow! Ja, ich laufe, ich laufe. Kommt der mir hinterher? Nee. Jetzt sind wir hier bei X. Ah. Ach so, ich hätte in der Mitte gucken müssen. Shit. Ja, aber da ist der Typ ja. Wieso schreit er so? Der bewacht die Stelle wahrscheinlich dauerhaft. Ich versuch's mal hier. Und hier? Geht nicht. Und hier? Scheiße. Spielstopp. Muss ich mir aufschreiben. Kann ich jetzt nicht gut lesen. So, X. Ja, was steht da? So hoch kann ich die römischen Zahlen gar nicht mehr. Ich glaube 3, ne? Ja. Ich glaube 2. Das war richtig. Und 1. Okay. Ich komme da jetzt nie wieder neben weg. Ich weiß das jetzt schon. 1, 2, 3. Spielstopp! Nein! Scheiße! Du bist gestorben vom Checkpoint-Laden und er hat nie gespeichert. Nein! Aber ich habe mir aufgeschrieben, dass ich erst in die 5, 1 und 3. Das war das erste. Glaube ich. Ich habe mir zu viel aufgeschrieben. Dann in die Mitte. Dann ist das der dritte. Also ist er hier. Blickt kein Mensch mehr durch. Aber egal. Drücke eine beliebige Taste. Nee. Er hat doch gespeichert. Ich weiß nicht, wo ich bin. Er hat doch gespeichert. Okay. Ich muss den Zettel aber jetzt noch holen. Wo ist er hin? Der Klon. Ich weiß nicht, ob ich rennen soll. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Walter
Ich hoffe, der kommt hier nicht rein. The explosion was geh! After all, the mine brought in more income than in, which you often made. Geh einfach. However, er geht. Didn't have hard evidence, only circumstantial. Wo ist er lang? Ich weiß es nicht. Tschüss. Aber ich kann jetzt nicht auf die Karte gucken. So, muss ich da rein? Nein. Da sehe ich nichts. Ich muss jetzt in 1x. Das hat eine 9. Müsste 9 sein, ne? Hier ist x, hier ist x1. Ich muss in 1x. Wo bin ich denn? Da. Ich verstehe die Karte auch nicht mehr. Ich laufe einfach mal. Ich bin schon voll aufgeregt in dem scheiß Geist. Wir laufen so lange, bis wir 1x finden. Das ist nicht richtig. Ja, ich bin irgendwie voll in die falsche Richtung gelaufen. Ich glaube, ich bin an 1x vorbeigelaufen. Ja, aber wir kommen 1x näher. Ich höre ihn schon wieder. Er ist irgendwie rechts von mir. Eigentlich müsste hier jetzt 1x sein. Steht nichts dran. Wieso steht denn da nichts dran? Guck mal, ich stehe genau davor. Also, quasi. Egal, das ist 1. Ach da. X, 1x, ja. 9 ist das, ne? So. Jetzt müssen wir in. Ich nenne das erstmal V2. Wer geht essen? Guten Hunger! Wer auch immer essen geht. Ich muss ja auch noch. Ich mache mir gleich noch ein Sandwich. Glaube ich. Kein Bock mehr zu kochen. Oh oh, da ist er. Kann jetzt nicht gucken. So, muss ich da hin? Ich muss in V2. Da. Hier ist V2. Ist auch V2, ne? Ja. Ja, ja, klau mich nicht an. Und danach muss ich in V3. So kann man auch römische Zahlen lesen. X1. So, wo ist V3? Einmal nach unten, bitte. Ne, da ist V2. V3 wäre quasi... Ja, ist eigentlich egal, wie rum ich gehe. Hier müsste V3 sein, da. So habe ich mir das aufgeschrieben. Wenn das nicht stimmt, weiß ich nicht. Jo, wir sind in der dritten Etage. Ja, süß. Da steht direkt einer. Warten wir mal kurz, bis er weg ist. Ich brauche gleich wahrscheinlich wieder Stift und Zettel. Ich mache mir, glaube ich, gleich ein Salami-Käse-Ei-Gürkchen-Sandwich. Ja, ich glaube, das mache ich mir. Was habt ihr denn so Leckeres gegessen? Niederkassel. Weiß ich jetzt gerade auch nicht, wo das liegt. Kerstlöchchen. Pipe, 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 pipe. Ja, das Baguette ist geil, ne? 59, eine Stunde von dir entfernt. Nicht ganz eine Stunde, 59 Minuten. Ja, keine Ahnung, geht er da erstmal weg? Oder knurrt er da nur rum? Ja, finde die letzte Notiz. Er kommt. Ich kann gerade nicht auf dem Map gucken. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Oh nein, ich bin schon so aufgeregt, der Schluck aufkriegt. Oder war das nur einmal Schluck auf? Ich hatte gerade schon mal Schluck auf.
So, ich bin hier. Ja, und ich muss weiter und dann links. Ja, da ist ja noch einer. Ja, genau da muss ich hin. Ja, nee, hier war die Notiz davor. Bin getrappt. Hier muss ich hin, ne? Komm, schnell hoch hier. Hier leuchtet alles. Das sieht wichtig aus. Finde die letzte Notiz. Mach schnell Pause, damit ich mir das aufschreiben kann. Jetzt ist das so verschwommen, jetzt sehe ich das leider nicht. X. Scheiße, X, V, 2. X, 1, 2, 3. Und das letzte ist X, 1, V. X, 1, scheiße, ich habe mich verschrieben. X, 1, V. So. Das müssen wir jetzt finden. Jetzt muss ich erstmal hier wegkommen. Mal gucken, wo das ist. So, XV2 brauchen wir als erstes. X. Was ist das für ein Geräusch? Danny Dull ist was? Ace Divinity? Was? Ich mag Käsebällchen, du magst Käsebällchen. Ist du niemals die Käsebällchen, bist du lahm. Currywurst mit Pommes. Oh, lecker. Currywurst Pommes geht immer. Ja, ich hatte gestern so fettiges Schnitzel. Ich weiß nicht, heute ein Tag was nicht so fettiges. Und Sandwich ist gut. Ja, ich kann jetzt nicht lesen, was er da erzählt. Ich bin gerade ein bisschen zu aufgeregt hier. Weiß auch nicht, in welche Richtung ich jetzt gehe. Uah, wo? Da. Was ist das? XV? XV muss ich nicht hin. XV2 muss ich. X1V? Ja, überall! So, was haben wir hier? So, XV2. Reicht rum. X3. Hä? XV2, falsche Richtung. Da lang. XV3. Shit, jetzt muss ich die Datei wieder einsammeln, ne? Du bist gestorben. Ja, vom letzten Checkpoint ausladen. Oder hat er die Datei, hat er nach der Datei gespeichert? Eine Suppe oder Nudeln mit Hacklöschen? Ja, eine Suppe geht bei dem Wetter auf. Nur von Suppen werde ich so selten satt, muss ich sagen. Eine Suppe? Suppen esse ich meistens, wenn ich krank bin. So ein Nudelsüppchen oder sowas. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Ja, wenn ich rausgehe, nach links. Und dann müsste ich geradeaus darauf zukommen. Uah. Tschüss. Ja, was soll ich denn da machen? Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Du bist gestorben. Ich weiß, dass ich gestorben bin. Ich hoffe, ich muss danach nicht noch eine Ebene runter. Suppe ist mir immer zu flüssig, ja. Kann man aber trinken, ne? Tut gut, wenn man krank ist, wie gesagt. Ja, genau in die Richtung muss ich halt. Ich kann ja nicht an ihm vorbeilaufen, ne? Hier müsste XV2 sein. XV2. Sehr gut. So, jetzt brauche ich als nächstes X3.
Der ist direkt tot einmal, ne? Ah. Geh weg. Ah, rechts oder links rum, da ist eine Karte. So, X3. Sie sind hier. Und X3 ist... da. Hm. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich kann natürlich auch andersrum laufen. Ah, der turnt da rum. Ich kann da nicht lang. Wir laufen einfach mal einmal den großen Bogen. Okay, wir laufen nicht den großen Bogen. Wir laufen einfach hier lang und hoffen, dass wir da irgendwie hinkommen. Nach X3. X3. Eine Karte wäre schön. So, X3. Keine Ahnung, ich raff das nicht so ganz. Hoffentlich kann ich den austricksen. XV. X1V. Ich komme aber auch irgendwie immer wieder da aus, wo ich nicht hin will. X3. Hier ist X3. Ich habe X3 gefunden. So, jetzt brauchen wir X1V. X? Nein. So. X. Wo ist denn X1? X1V gibt's nicht. Doch da. Und ich bin da. Ja, ich müsste natürlich genau da lang. Okay. Jetzt bin ich, glaube ich, am Arsch. Ja, ich bin am Arsch. Ich bin da. X1V. X1V. Theoretisch hier und dann links, oder? Hier ist aber kein Weg. X1V. Wir haben X1V. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wird gespeichert. Finde einen Weg, die Mine zu verlassen. Yes. Was haben wir denn hier Schönes? Ein kleines Skelett. Das müssen die Überreste irgendwas. Habe ich nicht schnell genug gelesen. Was ist das? Hier anschauen. Pfeil der Halswirbelsäule. In der Halswirbelsäule. Es sieht nach einer erbarmungslosen Hinrichtung aus. Der Pfeil hat die Halswirbelsäule durchbohrt. Nicht so schön. Kann ich nicht mitnehmen. Anschauen. Armband mit Gravur. Sie war keines der Opfer des Unfalls. Jemand muss sie später umgebracht und ihren Leichnam hier versteckt haben. Was steht denn da? Achso, wieder Medeline. Len Briggs. Z-E-Q. Können wir nicht mitnehmen? Kann man nicht, okay. Müssen wir hier lassen. Ich dreh gleich durch, wieso... Chris, wieso drehst du durch? Leberknödelsuppe ist geil. Naja. Weiß ich nicht so genau. Der eine weiß nicht, was Maultaschen sind, der andere... Achso, das weiß ich aber auch nicht, was das ist. Wie spricht man das aus? Flettle? Flettle kenne ich auch nicht. Maultaschen kenne ich.
Pfannkuchenstreifen im Brühe. Heute hatten wir... Also... Heute hatten wir Bratwurst mit Soße, Kartoffelbrei und Gurkensalat. Weil man heutzutage nur noch Döner und so ein Scheiß frisst. Also Döner habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Wirklich. Achso, das sind herzhafte Pfannkuchen geschnitten, so wie Nessie schon geschrieben hat. Ich wohne in Ostfriesland, da kennt man keine. Ne, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Plättler? Ich kenn's auch nicht. Ich kenn's wirklich nicht. Berliner Wagen. Grünkohl ist aber auch nichts für mich. Die wohnen alle in so komischen Gegenden. Das glaube ich dir like mal auf. Ja. Genau, ihr wohnt einfach in so komischen Gegenden. Da gibt es einfach komische Sachen. Und wieder knurrt ja schon wieder einer. Ja, welche Richtung? Ja, Streichhölzer kann ich ja nicht noch mehr mitnehmen. Der macht die ja nur an. Wie viel habe ich eigentlich von diesen Petroleum? Boah, 63 Stück. Guck, wenn ich die anklicke, dann kann ich nur E benutzen und Tab schließen. Und dann sind die weg. Oder ich mache die halt an. Aber ich will jetzt nicht hier unnötig auf mich aufmerksam machen. War ich jetzt hier schon? Ja, hier komme ich ja her, ne? Kann ich den Hebel drücken? Tatsächlich. Da klopft doch jemand. Ich mit meinem Kurbel, ne? Warte mal, ich will erstmal da unten gucken. Aber hier kommen wir nicht weiter. Dann kurbeln wir nochmal weiter. Ich lasse einfach immer wieder los. Ich muss das ja nicht an einem Stück machen. Reicht schon. Nee. Ich will in eine andere Richtung kurbeln. Warte mal. Ich kann nur nach da. Shit, habe ich mich jetzt ausgesperrt? Oder muss ich den Hebel jetzt wieder umlegen? Mach schon Knack. Er rastet nicht ein. Vielleicht reicht das ja schon. Nee, ich will ja in die andere Richtung. Reicht doch. Tja, große Frage. Passt das Ding da durch oder nicht? Ich glaube, es passt. Oh, guck mal, Millimeterarbeit, Leute. Das nenne ich mal Millimeterarbeit. Ich weiß zwar nicht genau, was ich damit machen soll, aber wir spielen jetzt Lorenleichtsinn. Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen mit der Lore. Geht leider nicht schneller. Na gut, ich denke mal, ich soll das da unten zerdeppern. Denk mal, ich muss noch ein Stück zurück. Ja, super, jetzt kann ich das nicht mehr betätigen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr nach rechts oder nach links. Sag mir nicht, dass das gebuggt ist.
früh noch weiter nach oben. Warte mal, ich sehe das auch nicht, in welche Richtung die Schienen gehen. Ich glaube, jetzt sind sie so rum, ne? Bin mir nicht sicher. Wir testen das mal. Einmal rechts rum, bitte. Danke. Also ich habe mir mal wieder einen Döner-Teller, habe ich mir mal wieder geholt. Aber einen Döner an sich habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Jetzt lassen wir das Thema am besten wieder. Ja, ich habe langsam auch Hunger. Weil ich muss noch ein bisschen warten. Dogi! Wumms! Einige müssen wir jetzt tot sein. Aber wir leben noch! Yay! Aber wir sind immer noch in der Mine. Ist das jemand? Steht da einer? Da steht auch einer. Aber das Ding ist, wir sollen aus der Mine entkommen. Und wir gehen immer wieder Etagen tiefer, tiefer und tiefer. Ich muss gucken, was das ist. Auch wenn mich das umbringt. Nö! Sorry. Halbe Stunde noch, dann nenne ich Feierabend. Ach, du guckst von der Arbeit aus. Jägermeister! Chris, wie geht's dir eigentlich? Geht's dir wieder ein bisschen besser? Ach, warum tot? Bin schon von größeren Höhen abgestürzt, ja. Melina sind super. Esse ich aber eigentlich nur um die Karnevalszeit rum, aber habe ich ja schon ewig nicht mehr gegessen, Berliner. Ich hätte mal wieder voll Bock auf einen Donut. Einen Donut würde ich gerne mal wieder essen. So. Hops. 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 Das ist Han Solo. Gilman ist das. Boah, der ist noch am Leben. Oh, wie grausig. Du dachtest wohl, dass ich kein Herz habe, du Bastard. Was macht der denn mit uns? Ezekiel Gilman! Womit? Ich hab keine Waffe! I have to run. If he so much as touches me, I'll freeze to death. Wie soll ich... Wie? Besiege! Letztes Mal hatte ich eine Waffe. Jetzt lass mich nicht schnell kurbeln müssen. Ja, jetzt kommen auch noch die Geister, die ich rief. Ach nö. Ja, Sprungpassage. Nice. Nein, und ich entscheide mich für die linke Seite, wo das Ding weggeht. Nein. Jetzt Checkpoint 9 an. Jetzt sterbe ich. Heute sterbe ich oft, Leute. Jetzt ging Mr. Chatty an, durchzudrehen. Ach, geht's dir jetzt echt wieder schlechter? Was hast du denn genau? Bist du erkältet wahrscheinlich, ne? Hab schon eine Flasche Winzerglühwein gekauft, aber noch nicht probiert. Ja, Glühwein habe ich dieses Jahr noch nicht. Boah, Karamelldonut, lecker. Karamell oder Nuss oder mit weißer Schokolade, hätte ich Bock drauf. Hm. Achso. I have to run. If he's so much I have to run. Geht direkt los. Links, rechts, geradeaus. Ja, skip. So, rechts halten gleich. Jump! Wo lang geht's? Ich hab keine Ahnung, was ich eigentlich mache.
Panikmusik ist weg. Mal gucken wir uns erstmal um. Boah, krasser Part. Aber wenn es nicht so schwer ist, macht's Bock. Ich will jetzt mal wieder ins Gruselhaus. Ich will mich mal wieder ein bisschen gruseln. Das Spiel ist echt abwechslungsreich. Echt. Bin voll begeistert davon. Achso, es geht direkt weiter. Frostwelle. Gehe hinter den Metallplatten in Deckung, um dich vor Eis zu schützen. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Und die nächste ist da oben, ne? Ah, renn, 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 renn. Okay, es kommt gerade keiner. Is his weakness. If I can hit him there, all be over. Ist in so einer Situation so eine Kurbelscheiße? Das ist echt nicht nett. So. Schnell hier rüber. Und er springt nicht! Er springt nicht! Wieso springt er nicht? Ich wollte nur schnell darüber und er springt nicht. Ai, ai, ai. Morgen gibt es übrigens beim Insider Sonic. Sonic Forces. Haben wir sogar noch original hier liegen. Für PlayStation 4. Weihnachtsgebäck selber machen. Ja, ich habe schon selbstgebrachtes Spritzgebäck von meiner Mutter hier. Das schmeckt auch sehr gut. Spritzgebäcke sind sowieso meine Lieblingsplätzchen zu Weihnachten. Oh, hast du seit deiner Oma gestorben ist nicht mehr gegessen. Eierpunsch, lieber Glühwein, glaube ich. Eierpunsch sieht immer so lecker nach so einem Vanilleschnaps aus, aber ist ja gar nicht so richtig, ne? Schwarzwälder Kirsch. Schwarzwälder Kirsch Torte ist nicht so meins. Da ist mir zu viel dunkle Schokolade drin. Kaiserschmarrn ist auch. Boah, ihr seid so gemein mit den ganzen leckeren Essenssachen. Panna Cotta. Kuppeltorte mit Erdbeer-Sahne-weißer Schokolade. Hm. Wer macht denn bald mal einen Kochstream von euch? Kocht doch mal einer von euch und dann schickt mir bitte das fertige Essen, was ihr dann gekocht habt, könnt ihr mir gerne zuschicken. Ich mache ein Probeessen für euch. Mache ich auch im Livestream. Das seid ihr ja schon wieder beim Essen. Ja, wir kommen halt nicht vom Essen los, ne? Das beste Weihnachtsgebäck sind. Spring alle? Wann ist denn das schon wieder? Hier ein Kochstream. Also ich kann gerne mal einen Kochstream machen. Bei mir brennt die Küche. Kein Problem. Backpapier brennt. Ich hasse Kochen aber wirklich. Kochen, ich esse gerne, aber ich koche nicht gerne. Ich habe auch keinen Bock, ein Gericht zu machen, was 2 Stunden dauert oder so. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Also wenn irgendwas im Ofen muss. So, Rippchen habe ich mir letztes Mal gemacht. Die mussten nur 3/4 Stunde im Ofen. Da muss ich ja nichts bei machen. Das ist okay. Aber wo ich wirklich eine Stunde oder so in der Küche stehen muss, um was zu kochen, da habe ich keinen Bock drauf. Ehrlich nicht.
Wenn wir so weitermachen, wer macht den Bugstream und verschickt die Ergebnisse an den Chat? Genau, wir wollen alle Ergebnisse. Käseliebhaber knabbert Nessies Arm. Schmeckt der denn? Danny wollte ja mal einen Kochstream machen mit Pizza. Ja, wenn der Teig schon fertig ist, ist das auch okay. Keinerlei Kochkultur mehr. Nee. Was ich auch echt gerne esse, ist so ein klassisches Rouladen mit Rotkohl und Klöße. Aber da dauern die Rouladen auch wieder so lange, ne? Achso, ich sollte mal weiter spielen. Freeze! Hopp! Ducken! Hier komplett Schutz, ja, ne? Heart is his weakness. If I can hit him there, all be over. Schwachstelle ist sein Herz, sagt er. Scheiße, jetzt habe ich Streichholz angemacht. Wieso mache ich denn Streichholz an? Nur diesmal warte ich. Mal kurz abchecken, wo ich lang muss. Ich sehe keine Schutzplatte mehr, oder? Hier ist keine. Da unten ist auch keine mehr. Muss ich jetzt direkt rein, meint er? Da! Wumsi-Wums! Na super, der hat uns gefreezed. Kommt wahrscheinlich Quicktime. Aua! Voll vor dem Pfosten. Wo ist er hin? Muss ich jetzt wieder rennen? Uns wieder. Das ist doch mit Sicherheit unser Vater. I told you to get out. Der bringt uns deshalb nicht um, weil wir der Sohn sind. Was mache ich jetzt? Zugucken, okay. Der hat uns jetzt schon das zweite Mal gerettet. Einmal vor dem Richter und jetzt vor dem Typen. Aber der sieht trotzdem nicht so vertrauenserweckend aus. Du, bring zu Ende, was du begonnen hast. Boah. Jetzt haben wir den aber nicht zu Ende gemacht. Ja, genau. Rouladen macht man einfach vorher, damit die durchziehen können. Hefezopf. Geht auch ewig. Habe ich einen Hefezopf. Rouladen mit Rosenkohl und Kartoffeln. Ja, voll geil, ne? Weihnachten gibt es bei uns immer irgendwas, was ich wieder nicht kenne. Ja, Rinderfilet esse ich auch voll gerne. Immer zum Raclette, Fondue auch immer Rinderfilet oder mein Steak als Rinderfilet. Weihnachten muss aufgetischt werden. Nessie nagelt Käse. Was hast du denn für eine Verwandtschaft? Wieso? Was hab ich denn? Was hast du gegen meine Verwandtschaft? 8.12. ist große Familienfeier. Wie steht ihr eigentlich zu Innereien? Herz, Leber, Niere? Nee, das ist auch alles nichts für mich. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Kapitel 9. Meine Suche nach dem Eindringling hat sich
in einem Albtraum verwandelt. Emma behauptet, dass ich 6 Stunden lang in den Wäldern umher... Achso, wir sind jetzt wieder der andere, der in der aktuellen Zeit lebt. Wäldern umher... Ja, umhergeirrt sei. Was noch viel schlimmer ist, jemand ist in meinem Büro eingebrochen und hat die Telegramme gestohlen. Während ich den Dieb verfolgte, musste ich einer schrecklichen Wahrheit ins Auge blicken. Wir werden seit langer Zeit beobachtet. Die Sowjets, sie wissen über alles Bescheid, kennen jedes kleinste Detail. Die ganze Sache wird immer verwirrender. Ich glaube langsam, dass Niklas nie den Verstand verloren hat. Auch er war nicht... Niklas ist also der, den wir jetzt gerade gespielt haben, und Adam spielen wir jetzt. Auch er war nicht allein. Jemand folgt ihm auf Schritt und Tritt. Ich glaube, ich gehe mal kurz Pipi machen. Ich war gerade gar nicht mehr. So, ich will mal kurz 2 Sekunden weg. Ich komme gleich wieder. Bis gleich. Moment. Mal kurz ein bisschen Musik an. Und bis gleich. Da bin ich wieder. Muss ich euch mal kurz zeigen. Habe ich mal gerade ein Foto gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Wie die Kätzchen da gerade liegen. Galerie. Das ist falsch. Ist ein bisschen rot, weil ja hier rotes Licht ist. Sieht man das? Guck mal, so schlafen die da gerade auf der Couch. Und beide hintereinander. Und hier einmal mit Blitz. Katzen. Ja, da wäre eine Catcam auch perfekt bei mir. Auf den Haufen da. Die liegen immer auf meinem Platz, wenn ich streame. So. Mach ich mein Mikrofon an? Ja. Ich muss nichts mehr umstellen, ne? Ja. So, was habt ihr hier geschrieben? Kartoffeln. Hat jemand schon mal... Markus, bist du noch da? Du hast doch auch eine Heißluftfritteuse, ne? Hast du schon mal Kartoffeln selber in der Pommes selber in der Heißluftfritteuse gemacht? Also nicht aus dem Tiefkühlfach, sondern Kartoffeln selber geschnitten und dann in die Heißluftfritteuse gepackt? Geht das auch? Das wollte ich mal gucken. Machen wir eine Lesepausebildschirm. Ja, den habe ich ja schon ewig. Also seit anderthalb Jahren schon. Feingeschnittener Magen. Pansen. Ja, Pansen, den Begriff kenne ich. Ja, Katzen. Sie ist die Wein. Ja, Baby, danke. Schweinssülze in die Fritteuse. Schweinskopfsülze. Ihr macht aber komische Sachen. Sehr merkwürdig. Habe ich das gelesen jetzt hier? Ja, habe ich. Wo bin ich? Verflucht, wer hat... Wie sind wir denn nochmal da hingekommen? Ich habe schon wieder vergessen. Der Boden ist ein beschissener Brunnen. Wie komme ich hier raus?
Tja, da musst du ihm wohl die Hand abschneiden. Chris, das ist übrigens ein Bowie-Knife. Nein, Bowie ist es nicht. Bayonet müsste das sein. Sieht zumindest so aus. Chris muss ja mal die Skins lernen. Boah. Fuck. Selbst wenn es nur eine Leiche ist, jemandem die Hand abschneiden, ist schon krass. Vor allem durch den Knochen dann. Ja. Steine kann ich nehmen. Finde einen Weg aus dem Brunnen. Neue Aufgabe. Wo sind wir denn nochmal? Wir haben doch die Leiche in dem Schuppen entdeckt. Kann ich die Taschenlampe mitnehmen? Komm, nimm die Taschenlampe mit. Wir müssen wahrscheinlich den Eimer da runterhauen. Okay. Ich wieder super. Ein bisschen höher werfen. So vielleicht. Jetzt. Und dann klettern wir jetzt hier hoch. Komm, gib alles! Zieh! Ich liebe Sülze. Ja, ja. Fuck, the plank is gonna break. Oh nein, das Brett bricht. Kommt wahrscheinlich wieder Quicktime. Das war knapp. Nicht verkacken, nicht verkacken. Der Messer neulich war cool. Was habe ich denn nochmal? Ein Bajonett habe ich nicht. Ich habe ein Jagdmesser. Farbverlauf. Huntsman auf Englisch. Oh, die Barbie-Knarre und das Spinnengewehr noch besser. Ja, Chris, du musst wieder gesund werden, damit wir sonst noch spielen können. Hast du einen Krankenschein jetzt? Ich hoffe, du liegst schön mit deiner Decke eingekuschelt im Bett. Am besten noch mit einem Tee. Geh jetzt am Haus zurück. Mit Tee oder Süppchen. Sorry, dass ich husten musste. Ich weiß nicht, wo das Haus ist. Achso, in der Hütte waren wir gerade. Da sind wir dann in den Keller und haben die Leiche entdeckt. Aber wie sind wir denn dann in den Brunnen gekommen? Ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, wo unser Haus ist. Eine Map habe ich nicht, ne? Ach ja, wir haben ja so eine... Achso, was machen wir mit den Fäusten? Nee, doch nicht. Wir haben so eine Machete, ne? Wieso hat er denn nicht die Machete genommen? Statt das Messer. Ja. Vielleicht waren die nicht scharf genug. Nicht runterfallen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gleich muss. Ist ganz schön vernebelt draußen. Taschenlampe habe ich ja hier nicht auf der Seite. Wie weit bin ich von zu Hause entfernt? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich weiß nämlich nicht, wo ich lang muss. Nee, rennen möchte ich nicht. Wir laufen gemütlich. Wir machen einen Spaziergang durch den Wald. Einen nächtlichen oder eine Abenddämmerung ist es nicht. Ist schon weiter fortgeschritten, ne? Ich hoffe ja mal, jetzt kommt nicht wieder ein Part, wo ich rennen muss. Tja, rechts oder links? Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts oder links? My follow. Ein Jahr und ein Monat. Eine Stunde und 14 Minuten bin ich schon online. Sitze ist doch fast dasselbe wie Gummibärchen. Die frisst ihr doch auch alle. Ach, du bist ganz normal arbeiten. Kann mir nicht erlauben, krank zu machen. Och, auch wenn du krank bist. War es heute Morgen auch alles voller Nebel? Ja? War zwar schlechtes Wetter, aber
Emma's alone at home. I must get back. Emma ist vollkommen allein zu Hause. Ich muss so schnell wie möglich zu ihr kommen. Ja, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Was ist der richtige Weg? Auch nicht wieder die Bretter. Komm. Hopp. Komm, reiß die Bretter ab. Sehr schön. Tja, ist das jetzt der richtige Weg? Weil wenn ich hier runtergehe, komme ich nicht mehr zurück. Ich muss einmal kurz gucken, was in dem anderen Weg war. Ich bin zu neugierig. Hier geht's auch noch weiter. Ne, okay, hier ist Ende. Aber ich hätte gedacht, vielleicht liegt hier noch was. Eine Notiz oder sowas. Oder ein Secret. Hopp. Okay, dann gehen wir hier runter. Meint er, da können wir runter? Gehen wir ganz vorsichtig. Hopp. Da leuchtet ein Licht. Seht ihr das? Warte da. Hier. Ist da jemand mit einer Taschenlampe? Da knistert doch irgendwas. Vielleicht auch nur random. Da leuchtet ein Licht da. Ich würde so gerne ranzoomen, kann ich aber nicht. Liegt da einer mit einer Taschenlampe oder liegt da nur eine Taschenlampe? Hä, guck mal, die fällt doch voll auf. Die kann ich noch niemals anklicken? Krass. So, Tower. Ja, dann gehen wir hier lang, ne? Hier wird der Weg ja schon ausgeleuchtet. Wenn das mal keine Einladung ist, hier lang zu gehen, wird gespeichert. Und die Schritte, ne? Ich denke mal, die sind so leicht hier und hier hinter mir, so rechts und links. Ich denke mal, da läuft jemand rechts oder links neben mir oder hinter mir. Das hört sich immer fast so an. Tower? Hillside Inn? Sure. Ich gucke mal kurz, was hier liegt. Oder ob hier was liegt. Voila, schon wieder so. Ich glaube, hier ist nichts. Ne. Dann gehen wir mal über die Brücke, ne? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Hochnebel war heute nur bei euch. Ob es 9 Uhr oder 12 Uhr ist oder 15 Uhr. Ja, das finde ich im Winter oder finde ich es eh immer so krass. Weiß man eh nie, wie spät es ist, wenn da schlechtes Wetter ist. Vor allen Dingen, wenn die Bäume dann... Jetzt haben die Bäume ja noch ein paar Blätter. Jetzt ist es noch so ein bisschen gelb und braun und grün. Aber wenn die Blätter dann alle runter sind, ist es einfach nur noch grau in grau in grau. Das ist dann schön, wenn die Weihnachtsbeleuchtung kommt. Dann ist es wieder ein bisschen freundlicher. Aber ich höre gar keine Schritte. Soll ich das Spiel noch lauter machen? Ich kann es noch ein bisschen lauter machen. Mach mal von 12, machen wir mal auf 9 erstmal. Gucken wir mal. Das Zirpen höre ich. Ich höre auch nur Zirpen. Hier läuft ein Irrer frei rum. Ich habe meine Frau alleine gelassen. Ich hoffe, ihr geht's gut. Hört ihr das jetzt? Hopp, 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 hopp. Also es ist sehr leise, die eigenen Schritte. Aber ich höre sie halt. Gerade jetzt, wenn ich renne, hört er? Bup, 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 bup. Emma! Rede mit Emma, wo ist sie? Sonst war die hier in dem Raum. Ich guck mal, ob die da ist. Emma, bist du noch hier? Letztes Mal warst du hier. Emma ist nicht mehr hier. Guck
gucken wir mal, ob sie hier irgendwo ist. Emma! Ist immer so geil. In unserem eigenen Haus sind die Türen abgeschlossen. Wenn die eine aufkriegt, dann noch wir. Mach mal die Tür zu. Natürlich ist die Scheißkillertür auf. Da gehen wir aber erstmal nicht rein. Wir gehen erstmal oben gucken. Vielleicht ist hier irgendwo. Fangen wir mal hier hinten mit den Türen an. Die sind eh immer zu. Ach, hier waren wir auch noch nicht. Da ist Emma. 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 He's been here again. This time. What happened to you? Why do you look like this? I slipped and fell into a... Warte. Zirp, zirp, knirsch. Wetter weggeblasen. Ich höre auch nur zirpen. Auf Kopfhörer sollte ich auch mehr. Höre ich auch mehr. Stimmt, okay. Und hallo, Bauerslea. Kopfhörer sollte ich nicht benutzen. Wegen dem Hörgerät oder was? Nee, nee, nee. Ich rede nicht von der Haustür. Guck mal, vor allen Dingen die Haustür, da komme ich so rein, ne? Die ist nicht abgeschlossen. Aber unsere Räume, vor allen Dingen unser Badezimmer, obwohl sie da nicht drin ist, ne? Wohlgemerkt. Und unten die Räume, die ganz normale Räume sind abgeschlossen. In unserem eigenen Haus. Laut Wetter-App hatten die auch Nebel gemeldet bei uns. Mal schauen, ob wir morgen auch wieder Nebel haben. I'm all right. So. Er ist zurückgekommen, hörst du? Hört nicht auf, uns zu belästigen. Das Telefon funktioniert nicht, vielleicht hat er die Leitung gestrengt. Sieh nur, was ich gefunden habe. Was denn? Ein Foto? Stop! Was stand da? Gott, es tut mir leid, ich hätte dich nicht alleine lassen sollen. Hast du einen Sheriff getroffen? Nö. No, I must have missed him. I found the telegrams, though. And believe it or not, the diary I told you about... Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon, I promise. Emma's on edge. She needs to calm down. I better check what the sheriff was up to. Luckily, I've got his car keys. Durchsuche das Auto des Sheriffs. Okay, die ist immer noch angepisst, dass wir immer weg sind und uns mehr um unsere Arbeit kümmern, als um darum, dass uns irgendein Irrer verfolgt. Obwohl das eine das andere ja nicht ausschließt. Guck, hier ist auch schon wieder eine Tür abgeschlossen. In unserem eigenen Haus. Die ist auf, die ist immer auf. So, das macht einfach keinen Sinn. Bei Kopfhörern habe ich kein Gerät drin. Da muss ich den Ton lauter machen. Das macht auch so... Ja, stimmt. Hörst du denn sehr schlecht ohne Hörgerät? Oder geht's so? Oder ist es nur ein bisschen? Vor allem, wo ist denn der Sheriff? Der ist mit Sicherheit tot. Ich glaube nicht mehr, dass er noch lebt. Dann durchsuchen wir mal die Karre von dem. Liegt natürlich auch ein Bericht da. Nimm. Polizeibericht. Er hat nie die Möglichkeit... Ach, guck mal, das blinkt da. Er hat nie die Möglichkeit bekommen, seine Zusammenfassung zu schreiben. Dieselbe Person, die uns das Leben zur Hölle gemacht hat, hat auch dem Leben des Sheriffs brutal Ende gesetzt. Warte mal, rotieren. Verdammt, Niklas hat all diese Ereignisse auch in seinem Tagebuch erwähnt. Es waren also weder Hirngespinste noch Übertreibungen. Zu dumm, dass ich nichts von diesen Legenden gehört habe, bevor wir hierher gezogen sind. Zusätzliche Anmerkung. Das Haus, in dem Mr. und Mrs. Stevenson wohnen, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.
Um 1850 herum ereignete sich ein Unglück in der nahegelegenen Mine. Wenig später gab es mehrere Vermisstenfälle in der umliegenden Gegend. Nachdem die Leiche einer der vermissten Personen gefunden wurde, gab es Anschuldigungen gegen Jacob Hyde, einen der Eigentümer der Mine, der zufällig zur damaligen Zeit in diesem Haus wohnte. Die Leichen der anderen Vermissten wurden erst Jahre später gefunden, weshalb sich dunkle Legenden um dieses Haus ranken. Der Mörder konnte niemals gefasst werden. Ach du Scheiße. Polizeibericht. Aktenzeichen RCW. Irgendwas. Datum 28. August 1979. Ermittelnder Beamter P.T. Anderson. Meldung durch Emma Stevenson. Meldung in Blackstone, New Hampshire? N.H.? Weiß ich nicht. Datum, Uhrzeit des Vorfalls. 28. August 1979. Ort des Vorfalls, Blackstone, N.H. Vorfall, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Details zum Vorfall. Am Dienstag, dem 28. August um 16.12 Uhr, erhielt die Polizeidienststelle im Windham einen Anruf bezüglich eines vermeintlichen Hausfriedensbruchs sowie Sachbeschädigung auf einem Privatgelände in Blackstone. Die Anruferin Emma Stevenson behauptete, dass sich unbekannte Eindringlinge während der Abwesenheit ihres Mannes Zugang zu ihrem Privatgelände verschafft und die Reifen des, von Mr. und Mrs. Stevenson zerstochen habe. Ergriffene Maßnahmen. Ich erreiche den Ort des Vorfalls um 17.03 Uhr. Eine vorläufige Untersuchung bestätigt mit absoluter Sicherheit, dass die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevenson mit Hilfe eines scharfen Gegenstandes zerstochen wurden. Fußabdrücke im Schlamm am Ort des Vorfalls deuten auf einen männlichen Täter hin. Ich werde mich mit dem Eigentümer unterhalten und im Anschluss weiterführende Untersuchungen meine abschließenden Erkenntnisse zusammenfassen. Okay. What's this? Was haben wir denn hier? Nicht schon wieder so ein langer Bericht. In the 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories. Da liegt doch was im Auto, noch nicht raus. Wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Also wir und Familie Hyde sollen die gleiche Familie sein, okay. Die Tuller soll doch froh sein, dass er arbeiten geht und Geld ins Haus bringt. Ich wünsche mir, dass wir an Weihnachten Schnee kriegen. Das wäre so schön, im Schnee rumzulaufen. Knirsch, 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 ja. Ohne Hörgeräte höre ich ungefähr 30-40% im Vergleich zu gesunden Menschen. Oh, das ist ja doch schon viel weniger. Schnee mag ich am liebsten im Skiurlaub. Und an Heiligabend darf es auch schneien. Aber sonst muss es nicht sein. Alter Polizeibericht. Die Polizei verdächtigte also Jacob Hyde des Mordes an John Norton und sein Sohn Nicholas. Wurde in einer psychiatrischen Klinik eingewiesen. In seinem Tagebuch erwähnte Niklas, dass er nach 10 Jahren der Abwesenheit wieder nach Hause zurückgekehrt war. Scheinbar hat er diese Zeit in psychiatrischer Behandlung verbracht. Versteckte Botschaft. Es kommt mir bekannt vor, doch ich weiß nicht mehr, wo ich es schon einmal gesehen habe. Auf jeden Fall war es irgendwo in unserem Haus. Ja, ich weiß, wo das ist. Also das obere weiß ich 1000%, wo das ist. Das untere denke ich auch, dass es in dem Raum. Set lesen. Zusätzliche Anmerkungen. Während der Durchsuchung des Familienanwesens der Hyde stießen der Sheriff und sein Stellvertreter auf einen Geheimraum, der sich direkt über dem Büro befand. Aha, da müssen wir wahrscheinlich hier einen Knopf drücken und dann haben wir darüber noch einen Geheimraum. Auf dem Boden der dunklen Kammer kauerte der jugendliche Sohn von Jacob Hyde, Nicholas Hyde. Weder dem Sheriff noch seinem Stellvertreter gelang es, mit Nicholas zu kommunizieren. Der Junge reagierte auf keinerlei Reize. Vielleicht haben die Misshandlungen durch seinen Vater ihn in eine Art Stupor versetzt.
Stupor. Ah, daher kommt auch der Harry Potter Zauberspruch. Stupor. Der junge Hyde wurde in die Obhut von mein Gott, ich kann dieses Wort nicht richtig aussprechen. Psychiatrischen Experten übergeben. Die über seine weitere Behandlung entschieden werden. Der Sheriff hat einen Haftbefehl gegen den flüchtigen Jacob Hyde entlassen und ein Kopfgeld von 500 US-Dollar ausgesetzt. Wieso so viel Text? Berichte, Sheriff. Aktenzeichen HMC irgendwas. Datum 11. September 1854. Ermittelnder Beamter Daniel B. Name des Hinweisgebers. Ich sollte in diesem Dokument vielleicht einfach mal. Ja, ich lese ja noch. Charles Grady. Adresse Blackstone. Datum, Uhrzeit 11. September 1854. Ort des Vorfalls Blackstone CT. Vorfall, Mord. Details zum Vorfall. Am Samstag, dem 11. September. Habe ich das nicht schon gelesen? Nee. Erhielt das Sheriffbüro in Windham. Des Nachts einen Bericht durch den Portier des Hillside Inn, Charles Grady, über einen schweren verwundeten Mann, der im Gasthof erschienen war. Ergriffene Maßnahmen. Nach seiner Ankunft erklärte der stellvertretende Sheriff Daniel P., der Unterzeichner, den Mann für tot. Beim Opfer handelt es sich um den seit 2 Wochen vermissten John Norton. Als Todesursache wurde erheblicher Blutverlust festgestellt. Das Opfer wies Stichwunden im Nackenbereich auf, die von einem scharfen Gegenstand, womöglich einem Messer, verursacht wurden. Dabei kam es zu arteriellen Gefäßverletzungen. Darüber hinaus wies sein Körper multiple Schnitt- und Risswunden sowie Verbrennungen auf, von denen einige bereits wieder verheilt waren. Untersuchungen vor Ort ergaben, dass der Mann das Hillside Inn über die Straße durch den Wald erreicht hat. Die Spuren des Mannes führten zurück zum Anwesen auf der anderen Seite des Flusses, das Jacob Hyde, dem Besitzer des Gasthofes, und der Mine gehört. Der Verdächtige konnte jedoch nicht in seinem Haus angetroffen werden. Es gab jedoch Anzeichen, dass er das Anwesen in aller Eile verlassen hat. Das wahre Geheimnis hinter dem Verbrechen in Blackstone. Ende des 19. Jahrhunderts änderte die Familie Hyde ihren Namen offiziell auf Stevenson. Aha. Um sich vor weiteren Anschuldigungen gegen Jacob Hyde zu distanzieren. Also, Stevenson, das sind wir. Also ist unsere Familie die Familie Hyde. Another secret. A hidden room in our house. I have to check it out. That fucker could have even been there when we moved in. Finde einen Ort, auf dem Fotos zu sehen ist. Ja, weiß ich. Wie anschauen? Where did he get that from? Fahrzeug mit russischer Gravur. Warum würde jemand so etwas behalten? War er überhaupt ein echter Polizist oder hat er eine Rolle Sheriff gespielt? Kann ich damit irgendwas machen? Ne, ne? Okay. Gucken wir mal, ob hier hinten noch was liegt oder im Kofferraum vielleicht. Hallo? Krieg ich nicht auf. Ist hier vielleicht ein Knopf? Nee. Mach mal wieder richtig zu. Nee. Schön zumachen. Ich weiß, welcher Raum das ist. Boah, so viel Text, ja. Hört aber dazu. Das ist ja zur Story. Ja. Nein. Ich weiß, wo der Raum ist und gehe erstmal falsch. Hier ist schon mal die Statue, die da drauf zu sehen war. Und hier ist das Moped. This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Notiz aus einem Spind. Ein Teil des Textes ist unsichtbar. Schaffe ich es nur lesbar zu machen. Über die Geschehnisse der Nacht wird bei Tageslicht gerichtet. Was die Dunkelheit nicht preisgibt, wird vom Schein des Lichtes offenbart. Also müssen wir das ins Licht halten, oder was? Ach du Scheiße. Also den inneren Kreis kann ich nicht drehen. That number sequence isn't random. Boah, ich muss die äußere
Oh. Ja, gar kein Plan, ne? Keine Ahnung. Geh zurück. Achso, hier kann ich das Licht anmachen. Schreibe ich mir mal auf. Eins, acht, sechs, vier, A, Punkt, D, Punkt. Dann gehen wir erstmal auf D. Dann 1, 8, 6, 4. Wo haben wir das denn? 1, 8, 6, 4. Hier haben wir das. Schwer zu drehen. 1, 8, 6, 4. Jetzt müssen wir da noch ein A machen. A, D. A, 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 A. So. Bingo. Fertig. Ha! Leichtes Rätsel. Wieder da mit Schlafanzug. Oh, Schlafanzug ist knuffig. So, machen wir das auf. Was haben wir hier? Reichsapfel. Das ist nicht nur irgendein Schmuckstück. Es sieht aus, als würde es irgendwo hineinpassen. Kann ich mir das drehen? Also hier ist zum Beispiel ein Kreuz. Irgendwo, wo vielleicht ein Kreuzschlitz ist. No, just put the apple in the right place. Verschaffe Zugang zum Geheimraum. Na, hier vielleicht. Hier ist doch diese Statue. Jesus points at the gate of hell. I don't get it. And I don't think I want to. Aha. Stop before you can. Also. Das ist doch die Statue hier, oder nicht? Ja. Kann ich das Ding aber nicht einsetzen? Doch! Ein geheimer Raum. Das ist der Grund, wieso wir oben nicht in die Räume reingekommen sind, wieso die verschlossen waren. Es musste ja irgendeinen logischen Grund geben, ne? Und mit Kuscheldecke. Ja, Kuscheldecke und Schlafanzug. Perfekt. Steckt noch etwas. Spüro mit Müsli. Muss mir erst eine besorgen. Ich habe eine. I have to look at the photo of the sculpture carefully. Bestimmt in der Hand der Statue. Der Bomber, der weiß es wieder. Wenn der Delay nicht gewesen wäre, hättest du mir das auch gut gesagt. So, wir gucken mal, was wir hier oben finden. Ach du je. Durchsuche das Zimmer von Niklas. Was steht denn da? Everyone? I? Need? Nee, da steht nicht need. Need schreibt man anders. Meet. Everyone I meet has two faces. Jeden, den ich treffe, hat zwei Gesichter. Menschlich? The other is face of the beast. Ein menschliches und eins vom Beast. Jeder hat zwei Gesichter. Huh. We both saw through. Also wir sehen durch ein Loch in der Wand, was mein Vater der Frau angetan hat, oder was? Warte mal. Wir gucken durch ein Loch in der Wand aus Frau der Lady Hunting Dangerous Game. So,
Most Fun. Jagen, gefährlich, Spiel. Das ist, ich kann auch so schlecht wortwörtlich, also wortwörtlich kriege ich es übersetzt, aber den Sinn gerade nicht. Wir haben durch irgendeine Wand geguckt, durch ein Loch in der Wand geguckt, was mein Vater der Frau angetan hat. Ein Jagdspiel. Macht Spaß. Irgendwie so. Father, Mother, Son, Death. Vater, Mutter, Sohn, Tod. Liars. The Eves, Forces, Monsters. Ah. Mach das doch direkt auf Deutsch. Lügner, Diebe, Mörder. Falsche Monster, Sadisten, er und ich. Kann ich das auch auf... Aha. Wir beide haben durch das Loch in der Wand mit angesehen, was Vater dieser Frau angetan hat. Ich habe gesagt, das ist wortwörtlich übersetzt. Alle, denen ich nicht begegne, haben zwei Gesichter. Eins ist menschlich, das andere einer Bestie. Ja, ja, das habe ich gut übersetzt. So. Ich reise weite Strecken, ohne mich von der Stelle zu bewegen. Tagebuch des jungen Nikolas. Gott im Himmel, Nikolas wurde von seinem Vater immer wieder in der dunklen Kammer gesperrt und seelisch misshandelt. Es ist gut, dass er zumindest nicht alleine war. Aber warum hat er den anderen Jungen nie in seinem Tagebuch erwähnt? Es enthielt nicht einmal seinen Namen. Oh, jetzt kommt ein langer Text. Tut mir leid, wenn da so viel Text ist. Aber wir wollen die Geschichte ja richtig erzählt bekommen. 22. Dezember 1849. Ich habe mich... Ich gucke erstmal auf den Chat. Wenn ich mir die Frage erlauben dürfte, wie war es denn nun bei der Bestie? Ja, ich habe mich so oft entschuldigt, aber er sagt, ich würde nur... Warte mal, von wem ist denn das Tagebuch? Tagebuch des jungen Niklas. Auch vom Niklas, okay. Ich habe mich so oft entschuldigt, aber er sagt, ich würde nur durch Strafe lernen. Ich fragte ihn wieder und wieder, Vater, warum tust du mir weh? Doch sein Gesicht wurde nur rot vor Wut. Er spuckte auf den Boden und fragte mich, warum hörst du nicht auf, uns weh zu tun? 3. Januar 1850. Am schlimmsten ist die Dunkelheit. Ich hasse sie. Es gibt nichts, was mir mehr Angst einflößt. Ich weiß nicht, was ich diesmal falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich gar nichts getan. Vielleicht war es mein Fehler, überhaupt geboren worden zu sein. Ich glaube, mein Vater möchte mich loswerden. Nicht, weil ich etwas falsch gemacht habe, sondern nur, weil ich existiere. Er will mich einfach nicht in seinem Leben haben. Ich bin nur eine Plage für ihn. Welchen anderen Grund könnte es geben? Weil ich den Bleistift genommen habe, mit dem ich diese Worte zu Papier bringe, war noch immer ein klein wenig Licht durch die Ritze in den Wänden dringt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich konnte doch gerade mal scrollen. 24. März 1850. Ich hatte einen Traum. In ihm habe ich meine Kleider ausgezogen, bin nackt durch den Gasthof gerannt und habe Gäste angeschrien, als ob ich von Sinnen wäre. Sie hatten Angst vor mir. Es waren Erwachsene und doch hatten sie Angst vor mir. Doch war es nur ein Traum. In Wirklichkeit bin ich es, der Angst hat. Ich habe einen Teller zerbrochen, mein ganzes Abendessen ruiniert. Vater dachte, dass ich es mit Absicht getan habe. Ich tue nie etwas Absichtliches. Meine Hände zittern. Ich kann nicht weiterschreiben. 15. Mai 1850. Ich bin nicht allein. Er läuft auch in diesem Haus herum. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Er sagt nie ein Wort. Er lächelt mich nur an. Ich schaue zu Boden. Sage auch kein Wort. 6. Juni 1850. Überraschenderweise ist er nett zu mir. Ist das jetzt der andere, der mit eingesperrt war? Das ist nicht das, was ich am Anfang erwartet habe. Immerhin habe ich nun Gesellschaft. Ja, während meiner Ausflüge in den Wald. Ich darf meinem Vater nichts verraten. Er würde nur wieder wütend werden. 11. August 1850. Heute ist wie so oft. Ich bin wieder in der dunklen Kammer. Doch diesmal ist er auch hier. Ich sagte ihm... Das bildet er sich mit Sicherheit nur ein, dass da noch ein Junge mit ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer soll denn das sein? Ich sagte ihm, dass ich ein guter Junge war und dass ich nichts falsch gemacht habe. Die Schuld liegt bei meinem Vater und den anderen. Der alte Mann sperrt mich ein.
Weil er sich meiner schämt. Weil er sich wünscht, ich wäre nie geboren. Oder zumindest jemand anders. Anfangs glaubte er mir nicht. Aber dann sagte er, dass ich recht habe. Er sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. Und dass alles wieder gut werden würde. Ich entgegnete ihm, dass das alles bereits gut sei. Weil keiner von uns beiden je wieder alleine sein muss. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch einer drin war. Oh! Warte mal, wie viele Seiten sind das? Okay, okay, noch eine. Ich dachte, wenn jetzt noch 5 Seiten kommen, dann skippen wir das. 21. September 1850. Ich bin kein Kind mehr. Ich muss nicht mehr auf meinen Vater hören, nur weil er größer ist und älter ist. Ich bin schlau und habe viele Ideen. Ich habe mit ihm die Dunkelheit darüber geredet. Er sagte, ich sei krank. Und wenn schon, vielleicht bin ich ja krank, weil die Welt es mir dieses Leid angetan hat. Wir werden uns nachts in die Wälder begeben, um gefährliche Beste zu jagen. 2. Oktober 1850. Er ist schlafen gegangen, also gehe ich allein hinaus. Der alte Mann hat eine neue Hure in den Gasthof gebracht und denkt, niemand würde etwas mitbekommen. Ich habe gesehen, wie Whitehead einem Bergarbeiter ins Gesicht spuckte. Ich ballte die Faust und träumte davon, sie beide mit ihnen breitzuschlagen. Okay, 7. Oktober 1850. Er weiß nicht, was ich getan habe. Es sind nur noch wenige Tage. Ich werde es ihm bald verraten. Ich weiß, wo der Alte die Fässer mit Schießpulver versteckt hat. Sobald wir aus dieser verfluchten Kammer herauskommen, wird es ein Feuerwerk geben. Ich habe die Dame im Gasthof gefragt, ob sie mir ihre Furze zeigen kann. Sie hat den Alten davon erzählt und sie dachten auch noch, ich sei in... Wer ist N? Genau. Jetzt verrotten wir beide hier drin. Ich hätte sie umbringen sollen. Menschen wie sie sind eine reine Platzverschwendung. Die beschissene Kammer ist der schlimmste Ort überhaupt. Ich wünschte, ich könnte sie kurz und klein schlagen. Ich kenne jedoch einen weiteren Ort, der Kammer sehr ähnlich ist. Dunkel, kalt und höllenhaft. Er muss brennen, wenn wir unserem Leid ein Ende setzen wollen. Die Menschheit ist nichts als Abschaum. Und ich habe es schon immer gesagt. Dicky! Hallo, Dicky! Ja, warte, jetzt wollen wir mal kurz in den Chat gucken. Ich hoffe. Und Baby, like my love! Nackt! Man ist nie schuld, geboren worden zu sein. Patricks Träume mit Döner in der Hand. Wie war das? Patrick hatte einen Döner in der Hand und Snathy mit ihm im Bett war. Was? Er hat einen Döner in der Hand? Genau, er tanzt nackt um den Weihnachtsbaum mit Döner in der Hand. Patrick, das musst du dieses Jahr auf jeden Fall machen. Was für ein Zeug Patrick meint. Den habe ich verdrängt. Language. Ich habe nur vorgelesen, was hier steht. Ich habe nicht geflucht oder sonstiges. Ich habe nur vorgelesen, was hier steht. So, die beiden Seiten haben wir. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Eh zurück. Achso. Ja, und jetzt? Was müssen wir denn jetzt hier machen? Durchsuche das Zimmer von Niklas. Ist hier noch eine Schublade? Ja. Da ist aber nichts drin. Will ich den Schrank verschieben? Da ist noch was. Und wieder Text. Nein. The man in the mask. Now I know who he is. Okay. Wer zur Hölle ist das? Öffne die Haustür. Kann ich eine Knarre mitnehmen? Someone's at the door. Jemand an der Tür? Da ist doch keiner. Vor allem, es hat geklopft.
als wir davor standen. Ja. Was macht er denn da mit uns? Dann ein Video schicken. Genau, Patrick muss uns ein Video dann darüber schicken. Patrick mag Döner, genau. Kapitel 10. Schon wieder Text, ich weiß. Ach, nächstes Mal hole ich Nessie mit dazu. Die kann dann vorlesen für uns. Die kann erstens viel schneller lesen und die mag auch vorlesen. Ich hasse das. Ich weiß jetzt, wer der Mann mit der Maske ist. Die Wahrheit offenbarte sich mir, als er mir erneut zur Hilfe kam. Es ist mein Vater. Ich hab doch gesagt, dass das der Vater ist. Ich habe es euch gesagt, die ganze Zeit. Als er der Detektiv starb, verwandelte er sich in ein... Was ist denn jetzt los? Jetzt ist wieder da, in ein einziges Phantom und brachte mich an den Rande des Todes. Die Kälte... Achso, wir spielen jetzt auch wieder den anderen. Mir die Hände und das Gesicht. Eiszapfen bahnten sich einen Weg zu meinem Herzen. Doch mein Vater, sein Antlitz hinter der Maske und Zylinder verborgen, rettete mich erneut in letzter Sekunde. Einem Geiste gleich taucht er auf und verschwindet wieder. Heißt das, er weilt wie die anderen nicht mehr unter den Lebenden und versucht er jetzt, mich vom Jenseits aus zu beschützen? Ich hätte ihn schon eher erkennen müssen. Seine Kleidung, sein Zylinder, er war der Fluch meines Daseins, als er noch lebte. Warum ist er jetzt also auf meiner Seite? Je mehr ich entdeckte, desto weniger verstehe ich. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Döner! So, wir müssten jetzt aus der Mine rauskommen. Obwohl, es ist ja alles eingestürzt. Der Mann mit der Maske, er ist mein Vater. Warum beschützt er mich? Was versucht er mir mitzuteilen? Finde einen Weg, um die Mine zu verlassen. Ja, als Kind hat er uns richtig scheiße behandelt. Was zur Hölle? Ach, da ist eine Leiche. Oder ein Kopf. Da liegt einer. Feuerzeug. WG. Zigarettenetui. Mit Gravur. Hier fand Gilman also den Tod. Es ist ihm nie gelungen, Maria zu treffen. Welche Beweise sie auch hatte, er bekam sie nie zu Gesicht. Walter Gilman. So wieder Text. Letzte Notiz des Detektivs. Er hat sich in der Mine verirrt. Und ist gestorben, bevor er mit Maria reden konnte. Wenn sie im Sumpf lebt, kann ich ihnen einen Besuch abstatten. Das ist nicht weit von hier. Ah! Es ist jemand hier. Jemand ist mir in die Mine gefolgt. Hoffentlich kann ich ihn abschütteln. Diese Mine gleicht einem Labyrinth. Aber wir haben es aus dem Labyrinth geschafft, ja. Man kann hier leicht die Orientierung verlieren. Sobald ich hier herausfinde, werde ich Maria besuchen. Sie sagte mir... dass sie in der Hütte am Flussufer und weit des Sumpfes lebt. Also müssen wir jetzt Richtung Sumpf, was auch immer da ist, wo auch immer das ist. Aber das machen wir mal. Secret of the Heights. What did Secret of the Heights. Was haben wir zu verborgen? Bergen. But what? And where? I don't get it. What does it have to do with the missing accident? I must talk to that woman. Ich muss mit dieser Frau reden, insbesondere weil der Detektiv Zeugenaussage nicht notieren könnte. Ich hoffe, sie lebt noch. Ach, warte mal, da geht's weiter. Dann gucken wir uns jetzt nochmal hier um. Bitte übel auf den Kopf. Ich bin da. Jetzt habe ich da einen Ohrwurm von. Wer hat das gemacht, ey? Und Evil Will! Hallo! Du bist auch ein Fläumchen. Erst lädst du mich ein, dann lade ich dich ein und dann kommst du nicht. Hast du die Operation geschafft mit der... Du hast doch auch die Gefahren Danger Zone gemacht, ne? Die mit der schweren Waffe, Nova, SG, irgendwas, keine Ahnung. Abschütteln.
Wenn es denn Chris am Samstag wieder gut gehen sollte, dann müssen wir mit ihm auf jeden Fall nochmal ein Ründchen spielen mit den Smurf-Accounts. Ich hoffe, da bist du auch dabei, Evil Will. Wir müssen ihn ja auf Level 10 bringen. Aber dann smurfen wir erstmal wieder. Die Mine ist leider nicht so spukig. Ich bekomme jetzt, ein Zaubertröpfchen. Ich bekomme jetzt ein Zaubertröpfchen. Lalala, lalala. Nope, ich bin ein Depp, nichts gepackt. Aber 6 Matchmaking ist voll gewonnen. Ach, ich habe aber auch eine Stunde für die Scheißmission gebraucht, ne? Ich habe wirklich eine Stunde. Ich habe um irgendwas 35 angefangen und war um irgendwas 39 fertig. Weil ich die ersten Runden überhaupt nicht diese Waffe gekriegt habe. Es hat wirklich was gedauert. Wer war denn der Zaubertrank wieder? Nix kann er, Evil. Nein. Like Wolf war der Zaubertrank. Ich bekomme mir jetzt einen Zaubertrank. Achso, wir sind draußen. Wir sind aus der Mine raus. Sehr schön. Sind wir wieder im dunklen Wald? Haben wir eigentlich Sternenhimmel? Sternenhimmel. Die sind aber ein bisschen blau, die Sterne. Sterne sind nicht blau. Wieso haben die Sterne blau gemacht? Das ist ja schon sehr sumpfig. Ich glaube, wir sind schon im Sumpf. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Duckjump geht auch nicht. Ich will immer Duckjump machen. Ich will nicht wieder in die Mine rein. Nee, komme ich auch nicht. Können wir schwimmen? Etwas ist im Wasser! Bleiben wir besser auf Abstand. Piranhas. Schnell hier raus aus dem Wasser. Wir sind in einem modrigen Sumpf hier gelandet. Hier geht's nicht weiter. Ich bekomme mir jetzt den Zaubertrank. Morgen gebe ich dir meinen Account, wenn dir langweilig ist. Ist nicht morgen wieder eine neue? Morgen beginnt doch die zweite Woche, oder? Evil Duel? Ist nicht morgen die zweite Operation-Woche? Ich glaube, morgen kommen neue Missionen raus. Du musst dir auch, du musst alle Missionen geschafft haben, um den Diamanten in Coin zu kriegen, ne? Also hau dich mal noch an heute. Bei uns geht's langsam wieder hoch mit den Temperaturen. Laut Hessentext. Ja? Ja, ich glaube, 8 Grad hatten wir jetzt wieder mal, ne? Nix Abstand hin da. Ich bekomme mir jetzt ein Glühwein. Lalalele. Ich will nicht in so ein Sumpfmonster rein. Mein Auge juckt da. Wir bleiben mal schön hier drauf. Wer stellt eigentlich immer die Kerzen hier in solchen Spielen? Wer sagt denn das? Er war verdorben. Deiner Seele schwärzer als jeder Schatten. Er wurde Zeuge wie irgendwas. Ich flehe dich an, oh Herr. Um Gnade und Erlösung. Auf dass du mir beistehst. Es passiert schon wieder. Ich kann jemanden hören, der nicht anwesend ist. Muss diese Frau sein, die dem Detective geschrieben hat, Maria. Ich weiß, dass es eigentlich Detektiv heißt, aber da ich die Folgen Lucifer geguckt habe und der immer Detective sagt, sage ich gerade auch immer Detective. Ich will nicht durch das Wasser. Das ist mir nicht zu unheimlich. Guck mal, hier können wir nicht kurbeln. Ich habe noch gar keine Errungenschaft heute gekriegt. Ah, jetzt können wir auch mal wieder Streichhölzer mitnehmen. Und da muss noch Petroleum rein. Jetzt habe ich 50 Stück. Finde ich, könnte ich mal voll die Errungenschaft bekriegen. Geh doch auf, du Scheißtür.
quetsche ich mich halt durch. Das müsste grafisch noch ein bisschen geiler sein, ne? Hier mit dem Sternenhimmel. Sieht sich aus, als ob sich da was im Wasser befindet. Etwas Großes. Ich sollte auf Abstand bleiben. Ja, wo muss ich denn lang? Ich muss doch wahrscheinlich hier lang, oder? Und dann muss ich da geradeaus lang. Hops! Ich bin nur an Land sicher. So, wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich da vorne zum Boot, ne? Schnell, hopsen! Wo muss ich jetzt hin? Muss ich da hinten durch jetzt, oder was? Wie soll denn da jetzt vorbeikommen? Vor allen Dingen, das Blubberding geht gar nicht weg. Dann geh mal schnell vorbei hier. Und jetzt schnell. Es quietscht. Ich bin zu langsam. Mach doch ein bisschen schneller. Schnell. Hops. Danke. Der Speicher. Und da fällt ein Ast ins Wasser. Ich muss es ablenken. Ja, dann lenken wir das mal ab. Aber ich muss erstmal wissen, wo ich hin muss. Oh. Oh, er war noch gar nicht da. Achso, ich bin noch gar nicht tot. Ich dachte, ich wäre tot. Ich glaube, ich warte mal, bis mir wieder ein bisschen besser geht. Morgen 23 Grad läuft. Ja, nein. Das möchte ich aber auch nicht haben im Moment. 25 Grad reichen mir. Ganz jetzt schon. Detective? Guckst du Hamster? Nein. Lucifer, kennt ihr die Serie nicht? Ihr kennt ja hier gar keine Serien. Chris kennt kein Supernatural, kein Lucifer. 32 Grad wären schön, ne? Das ist mir zu heiß. 25 Grad reichen völlig. Ein Spülstream. Den würde ich nicht machen. Meine Spülmaschine spült für mich. 15 reichen es nur Goku schon. Ne, 25 fände ich jetzt schön. Wo muss denn jetzt lang? Da kam ich her, ne? Ich denke mal, ich muss da lang. So, diesmal warte ich mal. Ich drück doch! Geh da rein. Geh! Der Pastor wollte mir irgendwas, kann ich nicht so schnell lesen. Nannte mich eine Lügnerin, weil ich den alten Hyde als Geizhals und Mörder bezeichnet hatte. Er verfluchte mich und verbannte mich aus der Gemeinde. Herr, du weißt, dass ich die Wahrheit spreche. Du weißt, dass ich mir an der alten Mann keine Penny gab. Wer spricht denn da? Gesundheit. Insider schon da und guckt nicht meinen Stream. Was ist denn da los? Ich glaube, der versucht gleich auch die Operation zu machen. Ist ja nicht mal lange Zeit, ne? Wo muss ich denn jetzt lang? Hier? Ich hoffe, hier sind keine Viecher jetzt. Ich bekomme mir jetzt den Zaubertrank. Ich will gar nicht, dass das Spiel endet. Ich finde das so cool. Gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ein Spiel, was so gut ist, hatte ich schon länger nicht mehr. Neues auch. Ich dachte schon, Infliction wäre geil, dass ich das kickstartert habe, aber das hier ist noch viel besser.
Mit Anlauf, bitte. Und hops. Und hops. Ich bekomme mir jetzt einen Zaubertrank. Lalalala. Welcome to the jungle. Ja, wir sind ja schon im Sumpf jetzt hier, ne? Speichert. Ist wahrscheinlich da lang. Da kann ich wahrscheinlich nicht ins Wasser oder bin tot. Ne, hier kann ich einfach nicht rein. Unsichtbare Mauer incoming. Tja. Ich sehe jetzt kein Vieh hier, das heißt aber nichts. Spülmaschine ist bei euch ja wohl schon ausgebrochen. Ach, ihr habt da alle eine Spülmaschine. Lucifer kennen, ich mag das noch nicht. Der Typ sieht mir zu komisch aus. Ja, der hat auch einen komischen Touch. Von Hörst, mein Host-Alert! Lass den Dean in Ruhe! Sam ist besser. Bist du dein Sam? Sam aus Herr der Ringe. Du bist aber völlig falsch. Sam Winchester, genau. Höchstens 14 Grad. Ja, das ist, glaube ich, auch nur Spaß gewesen, like Waldo. Du hast keine Spülmaschine, Chris? Och. Ich hab nicht mal eine Spüle, Dirkie. Och, was ist denn bei euch los? Oder meint er, ich komme da hoch? Ich muss mal ganz kurz was machen. Einen Augenblick. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Kann ich denn da rüber skippen? So. Hier bin ich richtig. So wird mir das denn nicht mehr angezeigt jetzt hier? Ich bin offline. Warte mal, mein Steam spinnt gerade. Wieso bin ich denn offline? Jetzt bin ich online. Oh, mein Steam war offline. Wieso war der denn offline? Keine Ahnung. Deshalb kann er gerade. Habe ich jetzt überhaupt Errungenschaften vielleicht nicht bekommen? Wie spät haben wir eigentlich? Ha, so 20 Minuten machen wir, denke ich, noch. Hallo, hallo, genau, jetzt kann man mir auch schreiben, Chris. Ich weiß nicht, wieso ich offline war. Badewanne funzt auch geil. Spart Wassergeld. Benutzt doch direkt das Regenwasser von draußen. Stellt einen Eimer vorm Haus und nehmt dann Regenwasser von draußen. Wo bin ich jetzt lang? Hier runter? Ich hoffe, ich bin richtig hier. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, süß, dreh dich doch nicht um. Ach so. Okay, ich hoffe, der kommt hier nicht durch. Okay, hier haben wir wieder Ablenkungssteine. Ich muss erstmal gucken, wo ich hin muss. Ich
Ich denke mal da irgendwo, oder? Drücken! Ja, Frau Hansen, ich verstehe die Problematik. Alter! Ich frage Sie, ist bei Ihnen schon mal ein Schnüffelstück gesetzt worden? Ein was? Gut, dass das Schnüffelstück da gerade war, sonst hätte ich mich jetzt noch mehr erschreckt. Danke fürs Schnüffelstück, wer war's? Likewaller. Gute Idee, Son Goku, was hat er geschrieben? Alles auf dem Balkon schnell in den Regen regelt, genau. Okay, wir öffnen da hinten das Tor. Wo müssen wir da hin? Haben wir wieder Steine zum Ablenken? Das war total dumm von mir. Das war so eine Panikreaktion, weil der Tor aufgegangen ist. Bah! Komm da gar nicht rein! Falsche Seite, Mann. Ich muss links rum. Links rum, schneller. Bin ich tot? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oh, ich habe das Tor gar nicht aufgemacht. Nö. Ja, ich sollte erst das Tor aufmachen. Und gerade bin ich einfach nur daran vorbeigeschwommen. Weil ich ein Trottel bin. Der Insider spielt die Operation jetzt. Der muss sie noch machen. Der hat nur noch bis 24 Uhr Zeit. Und die braucht... Ich habe eine Stunde dafür gebraucht. Der spielt aber jetzt mit einem Kumpel. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein bisschen besser werden. Schneller! Ah, danke. Ah, Speicher. Ich würde gerne das Kapitel noch abschließen, ja? Hier falle ich doch mit Sicherheit runter. Ab morgen gibt es wieder neue Missionen, da bin ich sehr gespannt. Steht da jemand? Ne, ich glaube, das ist nur ein heller Stein, ne? Hä? Hab ich jetzt verkackt? Was ist denn passiert? Bin wahrscheinlich durch das Loch gebrochen. Ne, speichern, ich bin richtig. Finde die Kurbel und lass die Brücke herunter. Wird wahrscheinlich hier drin sein, oder? Eine Kurbel. Eine Kurbel.
Da ist die Kurbel. Ja. Ich wette, dass ich damit irgendwas öffnen kann. Das glaube ich auch. Now I can lower the oh, ist das ein Kack. Hier lang war's, ne? Ah, das dauert jetzt wieder. Jetzt muss ich wieder das volle Mauspad nutzen. Flughörnchen. Achso. Scheiße. Nur kurz lesen. Morgen kommt dann sowas wie: Mach mit der Pumpe 200 Meter One-Shot-Kill. Nee. Ich glaube nicht. Bin aber gespannt, was morgen kommt. There is paper. Ich smoke das Klo. Chris, du kennst schon die Calls. Sehr gut. Ich kapiere immer noch nicht, was die damit meinen. Achso, ich dachte, du kapierst es. Scheiße. Seien Sie mir nicht... Boah, mein Kontaktlinse ist wieder verschoben. Seien Sie mir nicht böse, aber so ein Kack. Boah, Junge, ich brauche 249 Stunden, dass ich Bomber überholen kann. Hier ist doch so viele. Ich glaube, den Bomber, den wirst du niemals überholen. Nirgendwo. Weil der Bomber ist immer da. Und der Bomber hat auch schon 249 Stunden bei mir. Ich stream doch gar nicht so oft. 127. Ich mache ja immer den Montag ein bisschen länger. Und dann der Samstag, der ist ja immer so kurz. Deshalb sind bei mir auch gar nicht so viele Stunden da. Aber schön. Bomber. 249. Super. Also, ja. Ich wusste nicht, dass es auf Zeit ist. Wieso hab ich denn jetzt die Laterne angemacht? Die Laterne. Kurbel, Kurbel. So, und jetzt rennen. Rennen! Und springen. So, wandelt ihr den Weg durch den Sumpf zu Marias Haus. Ich denke mal, wenn wir in Marias Haus sind, beginnt ein neues Kapitel. Wir bahnen uns doch schon die ganze Zeit einen Weg hier durch. Achso. Hier wohnt doch die Voodoo Lady von Monkey Island. Da ist das Tor zu. Müssen wir wahrscheinlich links öffnen. Ja, geil. Jetzt fliegen hier auch noch Boote. Flugboote. Ja, der Tor ist zu, das sehe ich. Spiel, was machst du? Mach doch nicht alles kaputt hier. Das Spiel damit meint, bahne dich einen Weg! Bahne dir einen Weg! Okay. Speichern, danke. Bleib mal vom Wasser weg hier.
Das passt ja mal gar nicht hier rein. Null. Wer stellt immer diese ganzen Kerzen auf in den Spielen? Das frage ich mich jedes Mal. Tja, da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin, da steht einer. Guck, der steht da. Bomber benutzt irgendein Tool, ne? Der Bomber ist einfach nur immer da. Ich kann die Stunde auch wieder auf Null setzen, klar. Aber das mache ich nicht, das wäre ja fies. Ich glaube, mich zu erinnern, bei Power Slayer am meisten Stunden zu haben. Okay, kann sein, Quan Spacey. Chris streamt doch morgen nicht. Chris hat morgen eine professionelle Zahnreinigung. Okay, das ist eine Ausnahme. Kerzenaufsteller, ein Euro-Jobber, ja. Kerzenaufsteller, ein PC spielen. Ja, ich will da nicht hin, da steht einer. Boah. Ich dachte eigentlich, dass was anderes passieren würde. Da lang oder da lang? Ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß eigentlich nie, wo lang. Das Tagebuch wurde aktualisiert. Die Heiz werden mich nicht in Frieden lassen. Ich weiß zu viel. Ihre Drohungen nehmen kein Ende. Oh Herr, was soll ich tun? Mein Detective wird mich heute besuchen. Er ist ein rechtschaffener Mensch. Ich spüre es in meinem Herzen. Da flehe ich dich an. Herr, rette mich vor dem Teufel, der in den Wäldern herumschreift. Ich weiß, wer er ist. Ich sah, wie er sein Gesicht entblößte. Da ist der Mond. Dancing in the moonlight. Someone nailed Maria's dog here to scare her? Oh, der arme Hund. I just hope she herself is alive. Wer wohnt denn hier in so einem Sumpf ganz abgelegen? Was stimmt denn mit der nicht? In dem Sumpf wohnt nur die Mudo Lady aus Monkey Island. Sonst darf da niemand wohnen. Da weint jemand. Du bist doch ein Gespenst, oder? Du wohnst doch nicht hier. Auf dem Friedhof. Und jetzt bist du verschwunden. Wieso weinst du denn hier? Evil Dill spielt Counter-Strike. Evil Dill versucht sich doch noch an der Mission. Ja, keine Ahnung. Kriegen wir keine Infos, wieso die geweint hat? Oder wer auch immer das war? Hier soll die wohnen. Hier wohnt doch niemand. Wer wohnt denn hier? Was? Tagebuch wurde realisiert. Wo zum Teufel bleibt dieser Detective? Er schrieb, dass er vor Sonnenuntergang herkommen würde. Hier ist halt niemand mehr gelebt. Okay. Durchsuche Marias Haus. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records, anything. Und hier machen wir einen Cut, Leute. I'll search the place while I'm here. Hier machen wir einen Cut. Hier machen wir nächste Woche weiter. Damit es schön spannend bleibt. Um 10 wollte ich ja machen. Jetzt haben wir kurz vor 10. Dann kann ich nämlich jetzt noch was zu essen machen. Und dann machen wir nächste Woche Marias Haus. Wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt am Anfang. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Kaltblütiger Bastard. Wenn ich schaffe, fange ich Samstag eher an. Wahrscheinlich so um 17:30 Uhr. Wenn ich schaffe, dass wir dann Asterix durchbekommen und dann noch eine Runde Guts and Glory spielen. Dann muss ich ja wieder Zeiten reinholen. So, gucken mal ganz kurz. Eine Errungenschaft haben wir bekommen. Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Aber der Hafen ist uns schnurzegal. Wir wollen weiter nichts als den Passierschein A38. Hä?
Den Passierschein A38! Was soll das Gebrülle? Verrat doch nichts. Was habe ich denn jetzt verraten? Warte mal, Chat. Was habe ich denn verraten? Achso, mit der Zahnreinigung, das darf ich nicht verraten. Entschuldigung. Ich bekomme jetzt ein Zaubertröpfchen. Ich bekomme jetzt ein Zaubertröpfchen. Machen wir es so. Dann fangen wir mit Cuphead an. Ja. Das wäre nice. Du hast ja auch wieder den ganzen Mittwoch. Wie viel Uhr fängst du an am Mittwoch? Cuphead geht bloß 10 Minuten. Kappa. Genau, morgen bei Insider gibt's Sonic Forces. Also ich wollte mal kurz gucken, die Errungenschaften. 11 von 27 haben wir geschafft. Wir haben das Spiel schon 12 Stunden gespielt. Was haben wir denn heute gekriegt? Wie viel haben wir denn heute? 25. Besieger Walter Gilman ist die Errungenschaft. Jetzt haben wir nur noch finde alle versteckten Botschaften, sammle 50 Streichholzschachteln. Haben wir doch gesammelt. Finde alle Notizen als Adam, finde alle Notizen als Niklas. Und dann noch 12 versteckte Errungenschaften. Ja, mal gucken, ne? Wo ist eigentlich mein OBS hin? Ne? So, Leute. Gucken wir mal, können wir noch irgendjemand hosten? Ist doch nur noch der Akkus online bei mir. Bei mir ist uns gerade gar keiner mehr online. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Montagabend. Nee, Sonic Forces geht nicht so lang. Aber ich denke mal, 2 Streams werden es auf jeden Fall werden. War zu leise wahrscheinlich wieder. Ich kriege das nicht lauter gestellt, schade. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoste euch noch zum Akkus rüber, würde ich sagen. Gucken wir nochmal ein bisschen Musik. So. Und dann sage ich mal, bis morgen, Leute. Wo ist mein Endbildschirm? Da. Yeah. Tschüssi. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'm a blow up.